Na also, ist das ein starker Markt oder ist das etwa nicht? Der Nasdaq schon ein bisschen totgesagt nach dem Rücksetzer und der fehlenden Kraft noch vor dem Wochenende. Diesen Schub, den hat es offensichtlich noch gebraucht, denn bis dahin sah es doof aus, insbesondere im Verhältnis zu dem Blue Chip Index oder dem S&P 500. Insbesondere, das waren ja relativ starke Kollegen und der Nasdaq, der hat sich nicht so richtig getraut. Die Techs sind back in town, so ungefähr kann man sagen. Also die Tech-Titel, die haben sich dann doch nochmal nicht lumpen lassen und anstelle eines solchen Musters eben tatsächlich nicht diesen Bruch nach unten gebracht. Das wäre ein ganz klares Zeichen dafür gewesen. Hey, mindestens mal hier ist irgendwie was faul. Das ist aber nicht gekommen. Der Markt hat es nicht mal versucht in die Abwärtsseite. Er hat nur Schwäche erstmal gezeigt, aber eben noch nicht den Tritt in den Hintern. Deshalb ist es so wichtig, immer auf die sogenannten Trigger Wert zu legen. Also nicht einfach nur reinzugehen in den Markt. Ach, wird schon, ich habe da mal eine Idee. Sondern tatsächlich sagen, ich habe eine Idee. Jetzt, lieber Marc, bestätige mir, dass du das auch tatsächlich willst. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. In dem Fall hat es ebenfalls ganz gut gewirkt. So, der Markt also wieder stark. Das ist wieder ein deutliches Zeichen. Und das wiederum bietet uns neue Chancen auf der Oberseite, insbesondere wenn der Markt da mal wieder wackelig nach unten kommt, so wie wir das ja immer wieder auch gesehen haben. Das Prinzip bleibt natürlich immer das gleiche. Das wäre für die Short-Richtung das gleiche wie auch für die Long-Richtung, nur mit dem Hintergrund, dass aktuell der Hightech-Markt zumindest mal diese Schwäche nicht mehr hat. So, ist das jetzt ein endgültiges Zeichen, dass der Bullenmarkt ewig geht? Ich kriege immer wieder Feedback. Mensch, wie kann man denn auch mal nur negativ reden? Es gibt doch nur eine Richtung im Markt und man kann nur kaufen. Ja, es sieht ein bisschen danach aus, aber ob das so realistisch ist, das lasse ich mal im Raum stehen. Ich würde immer mich auf die Long-Seite schlagen, wenn es solche Signale gibt. Auch jetzt noch immer wieder auf sowas warten. Das wird es zu jeder Zeit geben. Das kann es hier geben, hier, hier. Das kann es auf kleinerer Ebene geben. Alles in Ordnung und alles wären klassische Long-Signale. Aber nach wie vor meine Mahnung, Warnung und Hinweis. Nicht übermütig werden. Börse ist nicht auf einmal ganz anders im Sinne von, ha, aber jetzt sind die Bedingungen doch ganz anders, jetzt haben wir die Notenbanken und deshalb kann es nur nach oben gehen. Man hört das immer wieder. Nein, bitte, bitte diesen Fehler nicht machen. Diese Sätze, die habe ich zu oft schon gehört und ich bin erst 30 Jahre mit dabei. Na, noch nicht ganz. 25 plus X Jahre mit dabei. Wer sich das letzte Jahrhundert anguckt, da gab es auch viele Situationen, die in Anführungsstrichen einmalig aussehen. Also nochmal, Long-Seite ist ja nach wie vor cool und ist auch gut und es spricht im Moment nichts dagegen. Es spricht aber überhaupt nichts dagegen, gegebenenfalls abzusichern. Das heißt, irgendwelche Stops nachzuziehen, beispielsweise Supertrend. Zum Beispiel im Trade des Tages weisen wir ja immer wieder auf verschiedene Stopp-Nachziehmöglichkeiten hin, die man da verwenden kann. Welcher dann für welchen Trade sinnvoll ist, sagen wir dann immer konkret bei unserer Auswahl. Aber darf man natürlich auch ein bisschen individuell dann anpassen. Wichtig ist aber, bitte, bitte gegebenenfalls ruhig einen Nachziehstopp verwenden auf der Lieblingszeitebene, um zumindest in der Nähe des Marktes zu sein. Und wenn der Markt dann wirklich mal runterbricht, gut, dann schließt man die Position und schaut, dass man sie wieder aufmacht. Und selbst wenn man dann ein Teilstück mal verpasst hat, ich weiß nicht, wie es euch und Ihnen geht, ich verpasse lieber mal einen Trade, als dass ich nachher der mit dem ganz langen Gesicht bin, weil alles komplett gegen mich läuft. Das ist dann die doofe Variante, die ich natürlich dann überhaupt nicht leiden kann. Also insofern der Hinweis auf die Nachziehstopp. Ansonsten kann man eigentlich jetzt gar nichts Negatives großartig sagen, außer dass beim Dow das Bild ja immer noch nicht wirklich perfekt übergeordnet ist, weil ist immer noch dieses Szenario sehr, sehr realistisch ist. Aber wie passt das zusammen? Also, Dow Jones, das, was ich gerade gezeichnet habe, ist alles andere als eigenartig, wenn wir sowas tatsächlich bekommen. Wir haben eine Schubrichtung, wir hätten eine ABC, früher oder später, nicht unbedingt heute Nachmittag, nicht unbedingt sofort. Und auch das überhaupt, der Beweis muss erstmal gebracht werden, zum Beispiel durch Bruch von Zwischentiefs, dass der Kurs hier nach unten geht. Aber auch hier ist auch das noch nicht von den Marktteilnehmern ausgekostet, ausgegoren hier, dass man sagen kann, das ist völlig absurd. Und das Gleiche gilt übrigens auch für den DAX bzw. für den S&P, denn auch hier dieses Szenario, was sich jetzt neu ja dann entwickelt hat mit den neuen Hochs, ist eher eigentlich etwas, was so, ich sage mal, klassischerweise, möglicherweise eigentlich von mir so aufgefasst wurde. Das muss man vielleicht jetzt ein bisschen revidieren mit einer internen Zählung. Aber das sind eigentlich so Bewegungen, die ganz typischerweise am Ende
eines Bewegungsablaufes sind, also dann ebenfalls für einen Rücksetzer sprechen. Ich möchte nicht der Unkenrufer sein, sondern ich möchte der sein, der sagt, lasst uns feiern, es ist bullisch. Aber bitte, bitte nicht fahrlässig werden und sagen, siehst du, alles, was nach unten geht, ist niemals irgendwo die Chance, dass der Kurs dann tatsächlich in den Dreh reinkommt. Das kann ich nun ziemlich sicher bestätigen, wäre eine große Gefahr. So, also insofern in den meisten Indizes kann man jetzt eigentlich gar nicht so arg viel mehr sagen. Den DAX vielleicht nochmal abschließend drauf. Auch ihm geht es ja eigentlich ganz gut. Bei ihm haben wir sogar noch dieses Bild relativ deutlich, was ich eben gezeichnet hatte. Hier hinten das, sagen wir mal, Ending-Diagonal-Szenario, was typischerweise am Ende einer Bewegung ist. Das würde eigentlich super passen. Muss nicht gleich ein Tiefschlag sein, aber dass wir dann einfach mal ein bisschen runterkommen, wäre mehr als gesund. Im Moment zeichnet sich das nicht ab, also dieser Rücksetzer hier ist noch kein Beweis dafür eben. Aber wir wissen, wie sowas aussieht, ich kann es mal andeuten, wenn der Kurs dann sowas zeichnet und dann nach oben auf einmal die Schwäche hat und nicht mehr die Stärke, wie das hier teilweise ja zuvor war, wo man sagt, starke Bewegungsrichtung, schwache Bewegungsrichtung, da hat man noch eine Idee, in welche das in etwa geht. Wenn sich dieses Bild eines Tages umkehrt, also Abwärtsseite stark und die Aufwärtsseite schwach, spätestens dann wissen wir, dass das ins große Konzept einer Erholung durchaus reinpassen würde. So, also mehr erzählen kann ich dazu eigentlich nicht. Ich drücke allen die Daumen, dass Sie die jeweiligen Runs im Markt noch tapfer mitnehmen können und wünsche erstmal alles Gute und sage liebe Grüße.